Den ersten Double Backflip mit 11. Jetzt schaffe ich aber. Was geht ab, Leute? Neues Video. Wir haben heute hochkarätigen Besuch und zwar kommt Lennox wieder zu Besuch. Der war ja das erste Mal hier, damals war er noch 9 Jahre alt. Mittlerweile ist er schon 12 und dementsprechend sind die Tricks natürlich auch bei ihm über die Jahre immer weiter gestiegen. Ich hoffe, dass er mittlerweile wieder gesund ist und ein paar dicke Tricks für euch raushauen kann. Vorher müssen wir allerdings noch zwei Sachen erledigen und zwar, wie ihr seht, gibt's zum ersten Mal farbige Shirts im Shop. Könnt ihr schon abchecken. Ridegang.com und dafür machen wir gerade ein paar Alter, heute läuft es richtig mit der Aussprache. Produktfotos, neue Caps gibt es auch. Das machen wir gerade noch. Und dann müssen wir den Park noch ein bisschen vorbereiten, weil der in letzter Zeit ja so wenig genutzt wurde und es ja noch relativ viel geregnet hat zwischendurch. Und dementsprechend ist der Park recht ausgewaschen. Und gerade bei Lennox ist es halt ein bisschen schwierig, weil er noch die kleinen 18 Zoll Räder fährt. Ich glaube, er fährt mittlerweile 18 Zoll. Früher war es, glaube ich, 16 Zoll noch. Jetzt mittlerweile sind es schon 18 Zoll. Ich denke, bald wird es auch irgendwann 20 Zoll werden. Aber der spürt natürlich alles noch viel mehr, als wir das sonst mit den Mountainbikes spüren. Ich kann heute leider noch nicht mitfahren. Ich bin ja immer noch verletzt. Aber ich denke, Lennox bietet euch auf jeden Fall eine Menge Action. Und ja, wir machen hier gerade noch die Shots fertig. Findet ihr alles, wie gesagt, auf ridegang.com. Und da machen wir gerade ein bisschen was im Park. Und dann geht's los. Interview. 12 Jahre bist du jetzt? Ja. Deinen ersten Backflip mit 9. Mit 9 gemacht. Deinen ersten Double Backflip mit 11, glaube ich. Ja, mit 11. Also der so ziemlich krasseste Shredder, den es im Moment gibt auf dem Planeten Erde. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Rad kurz für die Leute, die sich nicht so damit auskennen und auch vielleicht gerne anfangen würden. Also es ist ein Weezy People BMX, also von der Marke Weezy People halt. Das sind die Weezy People Aero-Narben. Die Speichen gibt es, also das sind grüne U-Stick-Speichen. Gibt es eigentlich hauptsächlich nur bei Bikerspace. Sattel, Weasel People, eigentlich alles Weasel People. So. Reifengröße, ganz wichtig. 18 Zoll, also das ist jetzt ein 18 Zoll Rad, also nicht ganz, also 17,75 ist der Rahmen jetzt, aber ansonsten 18 Zoll. Ja, also ein bisschen kleiner als diese normalen BMX-Räder, die man von den Erwachsenen kennt, sage ich mal so. Angefangen bist du mit einem noch kleineren Rad, richtig? Vorher bin ich sonst 16 Zoll gefahren. Das war dann das Weezy People Seat. Mein schwarzes Rad, also das war dann halt nochmal ein bisschen kleiner. Ja, aber du wächst ja auch. Musstest du früher bremsen oder treten irgendwo? Ich glaube, ich habe mich einfach rollen gelassen, ab und zu mal so einen kleinen Bitchkick, ne? Ja. Ja. Wie gesagt, achte nur drauf. Also müsste eigentlich alles genauso sein wie immer. Achte nur drauf, beim ersten Sprung, also nach dem Stepdown, auf der rechten Seite abspringen, weil links ja, ist dann... Ja, wenn er ein bisschen morsch ist, halt so. Genau. Auch von der Böse. Das ist schon, ja, ist über ein Jahr her, ne? Gib ihm. Wie läuft die Line? Was sagst du? Oh, ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, fahre ich erstmal warm. Leute, Lennox Zimmermann, checkt ihn auf jeden Fall auf Instagram aus. @LennoxZimmermannBMX. Richtig krasse Tricks am Start, wie gesagt. Ich kenne keinen, der in dem Alter jemals krasser gefahren ist. Also, heute was vor. Ach, und was vor hat er auch noch. Also Leute, let's go. Ich habe das ja eben ja schon so ein bisschen versucht. Das Nötigste zumindest ein bisschen glatt zu machen, weil er wie gesagt in seinen kleinen Reifen es umso schwieriger hat. Allerdings muss ich diese Rampe mal ganz dringend erneuern, weil hier ist sie schon so marode, dass hier schon Löcher drin sind. Deswegen muss er schon hier auf der rechten Seite abspringen. Die muss ganz dringend mal neu. Deswegen kickt die wahrscheinlich auch ein bisschen komisch. Lennox, wenn
da ein paar Wellen sind oder dass es hier zu ruppelig ist, musst du sagen, dann können wir das noch wegmachen, ne? Ja, passt. Wenn du jetzt irgendwo schon irgendwo eine Stelle weißt, wo du sagst, da nervst es oder so, dann machen wir das. Schaufeln liegen da vorne. Ja, geht alles. Ich bin nur gerade hier voll über diese einen, genau da lang gefahren, wo ich nicht lang fahren soll. Ja. Ja gut, jetzt weißt du es ja wahrscheinlich. Ja, geht schon. Geht schon. So clean, ey. So, Lennox hat ja angekündigt, er will heute was ausprobieren. Was genau das ist, seht ihr hoffentlich jetzt. Er hat nämlich jetzt gesagt, er will es jetzt probieren, hier unten am Tricksprung. Und hoffen mal, dass es klappt. Alles gut? Hab gerade ein bisschen Dreck gegessen. Aber bist eigentlich nur weggerutscht, oder? Ja. Schwarzer Peter. Ja, der nächste sitzt. Alles dabei. Aber so duscht man sich. Aufs Airbag und ins Foambit machst du den schon, richtig? Ja, eigentlich ziemlich safe sogar. Und Sprung ist aber jetzt das erste Mal, oder? Ja, also jetzt also auf so eine etwas härtere Landung schon das erste Mal. Aber eigentlich genau das gleiche. Ja. Aber war schon wieder lustig, ey. Ein Fuß noch, dann passt's. Ja, ey, war doch fast. Nur noch ein. Zweiter Fuß und dann sitzt er. Mega sick, ey. Machen wir meine Füße so komisch so. Ja. Konzentriere dich jetzt einfach nur auf den zweiten Fuß. Perfekt auf die Pedale. Bam. Easy. Easy going. Was sagst du? Perfekt! Perfekt! Sauber! War mehr sauber. Richtig gut, ey, richtig gut. Mega geil. Ist das warm, ey. Ja, aber wir haben Rauschen, sondern wir machen alle nichts. Wir stehen ja alle nur rum und du fährst die ganze Zeit. Du müsst jetzt, weil er den Flipbook gestanden hat, @LennoxZimmermannBMX auf Instagram folgen. Jetzt, in diesem Moment. Erzähl mal. Was hast du sonst noch so für Tricks im Kopf, die du gerne mal, wo du dran bist, die du demnächst gerne mal machen würdest oder bald? Ich würde gerne mal so 360 Double Whips oder so machen oder Frontflip. Das sind halt alles Tricks, wo ich ziemlich. Also ich muss sagen, Dreier Double Whip, da sehe ich dich so richtig. Also das sieht schon, weil du Dreier Whips so clean machst und so viel Zeit hast, dass da easy halt noch der zweite Whip reinpassen würde. Ja, halt. Meistens kommen die Tricks zufällig, also. Ja. Wo bist du jetzt schon überall gewesen mit dem Rad? War jetzt in, also die Masters of Dirt Tour war ich in, oh Gott, Klagenfurt, Graz, Wien, Salzburg, Innsbruck. Und was sind noch die restlichen Pläne für den Rest des Jahres? Wo geht's noch hin? Ich fahre noch nach Chile vielleicht im Oktober. Mega geil. Auch zu Masters of Dirt und in den Herbstferien nach Zagreb auch Masters of Dirt und jetzt nach Kroatien. Und vielleicht geht's auch noch mal nach Corby in den Herbstferien. Mega gut. Also Leute, ihr merkt das schon, mit 12 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs und alles nur wegen eines Fahrrads. Beste Leben, oder? Ja. Tief und ich glaube beim MTB ist, du brauchst einfach nur klemmen und einfach nur den Bar werfen, oder? Aber ich weiß es gar nicht also so im Mountainbike habe ich den noch nie probiert. Ich habe den einmal, wie gesagt, mit dem BMX probiert, auch auf dem Sprung, wo du den ja auch gemacht hast zum ersten Mal. Aber bei mir hat der nicht geklappt. Ich kann mal gucken, ob ich den Clip finde, dann blende ich den mal kurz ein, aber da bin ich 3 oder 4 Mal so richtig auf die Fresse gefallen und hab's gelassen. Genau halb so alt, ne? Mm, ja, ich bin 24 und du bist 12. Aber kannst schon krassere Tricks auf jeden Fall. Perfekt, Alter. Mega gut. Mega geil, Alter. Hallo. Oh, ist das warm. Und los.
Nächster Trick, Double Whip, mal gucken, ob der auch klappt. Eins, zwei, easy, easy. Good. Yeah. What's next? Dreier wird da. Ja, gerade super geklappt. Ich probier's noch mal. Jetzt schaffe ich aber. Ja. Alter. Alter, war der schön. Junge. Boah, hab schon wieder wehgetan, ey. Ey, aber der sah so schön aus, der war so clean. Da kannst du echt nichts sagen. Gut gegart in der Sonne. Das nächstes Mal machen wir eine Tricklist für dich. Ihr dürft in die Kommentare schreiben, welche Tricks Lennox machen soll. Und wir suchen uns die besten raus und dann wird gesendet. Vielleicht kann ich dann ja auch schon wieder fahren. Deal. Oh. Niklas hat gerade vorgeschlagen, pro gestandenen Trick gibt es ein Chicken Nugget für Lennox. Wie viel brauchen wir? 40er? So, cool, dass du da warst. Mach's gut. Gerne. Bleib heile und dann machen wir nächstes Mal eine Trickliste. Machen wir. Alles klar. Nicht vergessen, Lennox auf Instagram abzuchecken. @LennoxZimmermannBMX. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Like da lassen. Abo nicht vergessen. Hau mal auf die Kamera. Also nicht kaputt hauen, sondern genau.